Tatsächlich habe ich jetzt Wasser drin, weil ich schon meine 4 Tassen Kaffee heute hatte. Es gehört zumindest für mich für einen guten Start in den Tag mit dazu, dass ich meine ersten 2 Tassen Kaffee dann getrunken habe. Und ich habe heute extra nicht eine Parteitagstasse oder Parteitags-Ähnliches genommen, sondern mal etwas auch mit Bezug zur sozialen Teilhabe. Das ist die Tasse der Evangelischen Akademie Wittenberg zum Thema Partizipation, zum Thema Jugendbeteiligung. Also ich habe die Diakonie mit ihren unterschiedlichsten Einrichtungen immer als verlässlichen Partner kennengelernt, die mir auch immer wichtige Impulse wieder von meiner Arbeit geben konnten, sowohl im Landtag als auch im Magdeburger Stadtrat. Und mit den Pfeifferischen Stiftungen habe ich einer der größten diakonischen Einrichtungen ja auch direkt in meinem Wahlkreis und erlebe, wie christliche Nächstenliebe und der diakonische Gedanke auch sich im Alltag ausdrückt und auch gelebt wird. Und deswegen ist mir die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch und der Dialog mit der Diakonie gerade für mein Arbeitsfeld Soziales extrem wichtig. Also sicherlich ist die Situation bezüglich der Wohnraumversorgung in den Städten sehr unterschiedlich. Also wir sprechen nicht über das flache Land, da haben wir nur mehr als genug Angebote an Wohnraum. Aber eine Situation in Erfurt ist zum Beispiel nicht vergleichbar mit der Situation in Magdeburg. Was man aber braucht bei der Entwicklung einer Stadt, ist tatsächlich, dass wir die Viertel bunt gestalten und jeder Bevölkerungsschicht dort auch die Möglichkeiten öffnen. Und deswegen bin ich ein sehr großer Freund von kommunalen Wohnungsgesellschaften und auch von Wohnungsgenossenschaften, die einfach auch mit ihrem Portfolio und mit ihrer Expertise dafür sorgen, dass es Wohnraum für alle sozialen Schichten in den Stadtteilen gibt. Es wird immer die direkte Elblage wird nie für die Möglichkeit der Sozialmiete zur Verfügung stehen. Aber wenn in der zweiten oder dritten Reihe dann schon wieder bezahlbare Wohnungen über Genossenschaften oder Gesellschaften der Stadt entstehen, beziehungsweise bezahlbar existieren, dann ist das ein extrem wichtiger Faktor. Und wir haben jetzt neu aufgestellt das Landeszentrum für Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt, was auch beraten soll, sowohl private Bauträger als auch die öffentliche Hand, wenn es darum geht, zum Beispiel Wohnraum zu schaffen, der barrierefrei ist, um Menschen mit Einschränkungen dort auch Möglichkeiten zu zeigen und auch zu zeigen, was im Umbau zum Beispiel möglich ist. Und deswegen wende ich mich auch ausdrücklich dagegen, darüber nachzudenken, Wohnungsgesellschaften, die in kommunaler Hand sind, jetzt noch zu verkaufen oder ähnliches mehr, weil dieses Instrument der Gestaltung von Wohnungspolitik im öffentlichen Raum in der Stadt, die brauchen wir auch als Kommune. Also die Platzierung des Landes Sachsen-Anhalt bei der Breitbandversorgung der Bevölkerung macht mich nicht sehr stolz. Da sind wir nämlich in der Tabelle ziemlich weit unten. Und gerade die aktuellen Ereignisse haben ja bewiesen, wie weit oder wie wichtig Breitbandversorgung ist und als Zwischenschritt auch erstmal stopfen der Funklochlöcher. Deswegen hat meine Fraktion auch den Funklochfinder in der Wahlperiode auf den Weg gebracht, um mit den Ergebnissen dann auf die Unternehmen zuzugehen und ein Förderprogramm anzubieten, dass ihr Türme, entsprechend Funktürme errichten könnt, damit die Versorgung in der Fläche verbessert wird. Des Weiteren planen wir ein Digitalisierungsministerium, nicht nur um die Frage von Breitbandversorgung zu klären, weil das ist der erste Schritt. Es geht darum, die Inhalte von Digitalisierung zu gestalten. Und ähnlich wie was jetzt auf dem Bund auf den Weg gebracht worden ist, bei der Versorgung von Schülerinnen und Schülern, die benachteiligt sind mit IT-Technik, müssten wir uns auch in dem Bereich auf den Weg machen, da wo Menschen in Werkstätten sind oder aus anderen Gründen sich die Technik nicht leisten können, weil inzwischen digitale Teilhabe auch eine Frage von gesellschaftlicher Teilhabe geworden ist. Ich werde jetzt aber keine Versprechungen machen,
Weil mir natürlich die Haushaltssituation des Landes auch bewusst ist. Aber ich glaube, wenn man Digitalisierungsministerium auf den Weg bringt, wird es auch dazu gehören, digitale Teilhabe für die gesamte Bevölkerung zu ermöglichen. Also der Grundsatz ist erstmal, dass wir Schulsozialarbeit als Schnittstelle zwischen Sozialarbeit und Bildungspolitik sehr bejahen. Ich hätte mir persönlich auch eine andere Finanzierungsquelle gewünscht, die verlässlicher ist aus Landesförderungen. Jetzt können wir nochmal ESF-Mittel nutzen, auch weil die europäischen Mittel mehr fließen, als es ursprünglich auch absehbar war. Aber ich glaube, es gibt eine große politische Einigkeit im Landesparlament zu sagen, dass mit dem Wegfall der ESF-Mittel dann nicht enden kann, die Schulsozialarbeit, sondern dass man dann aus dem Landeshaushalt eine Alternative finden muss. Weil ich kann mir viele Schulen ohne Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Persönlich, das wird mir auch immer wieder von vielen Elternvertretern und Schulleitern herangetragen und Lehrern, besteht eigentlich der Wunsch, an fast allen Schulen Schulsozialarbeit zu etablieren. Da bin ich aber auch ganz ehrlich, dafür sehe ich momentan nicht die Kapazitäten im Landeshaushalt, um das nochmal abzubilden. Ich kämpfe aber um jede Schule, die jetzt schon Schulsozialarbeit hat, dass das auch weitergeht, weil ich einfach auch gerade in der aktuellen Lage erlebt habe, welche Vertrauenspersonen Schulsozialarbeiter auch für Schülerinnen und Schüler sein können. Also wir bekennen es als CDU ausdrücklich zum gegliederten Schulsystem und bei allen berechtigten und notwendigen Wunsch auch Inklusion in Schulen zu leben, was weit mehr ist als nur ein Fahrstuhl, der behindertengerecht ist. Sondern das fängt auch viel in den Köpfen an und auch in der Arbeit mit Mitschülern und vor allem auch mit den Eltern der Mitschüler, um das deutlich zu machen, was Inklusion bedeutet. Werden wir immer Schüler und Schüler mit dabei haben, die an der Förderschule aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen zum Beispiel besser aufgehoben sind, um auch sie davor zu bewahren, ihren Schulalltag dadurch zu erleben, dass sie Versagensängste haben oder ähnliches mehr. Deswegen ein klares Bekenntnis zu Förderschulen. Da haben wir jetzt in dieser Wahlperiode ja lange Prozesse darüber diskutiert, was möglich ist, was nicht möglich ist, was richtige Ansätze sind. Wir haben es jetzt als CDU vorgenommen, in der nächsten Wahlperiode da im Dialogprozess nach einer gemeinsamen Lösung mit den Trägern zu suchen und es halt nicht über Gerichtsprozesse klären zu müssen, was eine auskömmliche Finanzierung ist. Weil wir dann auch den Bedarf sehen und nicht umsonst sind die Bewerberzahlen an freien Schulen ja auch in den letzten Jahren nicht unbedingt gesunken, sondern eher das Gegenteil, obwohl wir insgesamt ja nicht mehr Schüler hatten, beziehungsweise insgesamt die Anzahl nicht gestiegen ist oder ähnliches mehr, aber doch der Bedarf ist, auch an Schulen zu gehen, die mit einem ganz eigenen Profil sich an die Schülerinnen und Schüler und an die Eltern wenden. Also die Landesverfassung Sachsen-Anhalt hat bereits die Kinderrechte enthalten. Also wir sind da schneller als der Bund gewesen. Und die Diskussion auf Bundesebene steht ja im Koalitionsvertrag drinne. Man hat sich vorher geeinigt. Aber insgesamt war es ja doch ein recht zäher Prozess, wenn ich das in Richtung Berlin mal sagen kann. Es gibt auch Unzufriedenheiten. Ich kenne auch diverse Schreiben von Trägern, die sich mit der jetzigen Formulierung nicht zufrieden geben. Aber ich glaube, es ist auch erstmal ein gutes Zeichen, dass es die Einigung gab, dass man diesen Schritt gegangen ist. Und wie gesagt, wenn der Bund dem Beispiel Sachsen-Anhalt an der Stelle gefolgt wäre, hätte man sich viel Mühen ersparen können. Also wenn das Land zweckgebunden Fördermittel gibt, müsste es auch zweckgerichtet verwendet werden. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein sehr hohes Gut. Das schätzt meine Partei auch ausdrücklich und ich komme auch aus der Kommunalpolitik. Aber wenn es die Verpflichtung gibt, sind sie natürlich einzuhalten, dann müsste man neben der Möglichkeit von Gesprächen natürlich auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel über entsprechende Kontrollmechanismen oder Kontrollen über das Landesverwaltungsamt dafür sorgt, dass die Mittel auch zweckgerichtet verwendet werden und nicht dazu dienen, kommunale Haushaltslücken zu schließen, weil das ist nicht der Verwendungszweck, sondern es soll ja den Beratungsleistungen zugutekommen. Das Land fördert ja auch nicht aus Lust und Laune, sondern mit einem Sinnzweck.
Also ich bekenne mich und meine Fraktion, meine Partei bekennt sich ausdrücklich zur Trägervielfalt. Und nicht nur im Krankenhausbereich, sondern auch bei anderen sozialen Einrichtungen. Und ich selber habe in Magdeburg damals den Prozess begleitet, dass alle Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Horten, Krippe in freie Trägerschaft gegangen sind. Und ich halte diesen Schritt immer noch für ausdrücklich richtig. Inzwischen gibt es auch wieder einige kommunale Einrichtungen aufgrund des gewachsenen Bedarfs. Darüber kann man auch diskutieren. Ich hätte mir auch vorstellen können, es an freie Träger zu geben. Stadtratsmehrheit hat es anders gesehen. Das ist natürlich an der Stelle auch zu akzeptieren. Aber die Wertschätzung der Arbeit von Trägern, ob das jetzt Diakonie ist, ob das Caritas ist oder ähnliches mehr, muss dann auch dadurch deutlich werden, dass selbstverständlich Einrichtungen in der Trägerschaft bleiben und die Rekommunalisierung führt nicht automatisch dazu, dass es besser funktioniert. Und ich sehe es, wie gesagt, nicht nur in meinem Wahlkreis mit den evangelischen Einrichtungen, es kann auch die Jugendstiftung St. Johannes und ähnliches mehr sein, die auch diverse Einrichtungen in Magdeburg hat. Sondern es geht einfach auch darum, dass wir den Einrichtungen damit die Profilbildung ermöglichen und Profilschärfung ermöglichen. Und ich glaube, das ist in einer nicht kommunalen Trägerschaft leichter möglich, als es vielleicht in einer kommunalen Trägerschaft möglich ist. Ganz klar, die jetzigen Krankenhausstandorte müssen Orte medizinischer Versorgung bleiben. In welcher Form das gegebenenfalls ist, in Form einer Portalklinik, wie sie einige fordern, ob das eine Form eines MVZs ist, was auch entsprechende Belegbetten hat. Darüber muss diskutiert werden, aber eins ist klar, wir brauchen diese Standorte. Und das eine ist, nach den Kriterien, nach denen der Krankenhausplan weiterentwickelt werden muss, ist die Bedarfsgerechtigkeit, die Qualitätssicherung und die Erreichbarkeit. Gerade was im Fall eines rettungsdienstlichen Einsatzes eine große Rolle spielt, muss es einfach gewährleistet sein, dass ein Krankenhaus der Grundversorgung, also mit Notfall, Inneres und Chirurgie in erreichbarer Entfernung ist. Und es muss gewährleistet sein, dass in angemessener Entfernung immer noch Angebote der Frauenheilkunde und der Kinder- und Jugendmedizin vorhanden sind. Wir müssen auch da, wo ihre Krankenhäuser in mittelbarer Entfernung sind, angucken, wo ist eine Spezialisierung möglich. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel in Halle oder in Magdeburg, dass drei, vier Krankenhäuser das gleiche Schwerpunkte anbieten. Das ist nicht zielführend. Das bedeutet dann auch trägerübergreifende Überlegungen zur Konzentration, weil mehr Fallzahlen bis zu einer gewissen Grenze auch zu einer Qualitätssteigerung führen. Wir wollen jetzt keine Massenklinik. Und deswegen bin ich kein Freund von Aussagen nach dem Motto, wir machen das Modell in Dänemark, wo es denn bloß diverse Großkrankenhäuser ist, die gegebenenfalls noch irgendwie auf dem flachen Land errichtet worden sind als komplette Neubauten, sondern diese flächendeckende medizinische Versorgung ist extrem wichtig. Aber Krankenhäuser sind nur ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir müssen sektorübergreifende Versorgung tatsächlich ernst nehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur ambulant und stationär, dazu zähle ich ausdrücklich auch Prävention und Rehabilitation. Gerade weil Prävention uns auf Dauer nicht nur Geld spart, sondern auch dazu führt, dass Menschen gesünder bleiben, damit lebenszufriedener. Und das muss eigentlich auch das Ziel von Medizin ja sein. Und das dritte Thema, Fachärzteversorgung und Allgemeinmedizinerversorgung. Wir haben jetzt ja schon etliche Plätze, die frei sind. Das wird sich noch verschärfen, auch im Bereich der Zahnmedizin. Das ist ja nicht nur sozusagen die klassischen Fachärzte und Allgemeinmediziner. Da ist die Landarztquote ein Mittel. Und schlussendlich wird es aber auch darauf ankommen, gegebenenfalls Ärzte aus Deutschland und auch aus anderen Ländern davon zu überzeugen, in Sachsen-Anhalt zu praktizieren. Und bereits heute wären die Reha-Einrichtungen in Sachsen-Anhalt ohne Ärzte, die nicht in Sachsen-Anhalt geboren worden sind und nicht in Deutschland geboren worden sind, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Auch das ist Teil der Wahrheit. Also erstmal, wir haben es in dieser Wahlperiode geschafft, dass das Schulgeld weggefallen ist, was schon mal ein Anreiz ist, um diesen Beruf auch zu lernen. Was uns noch bevorsteht, ist, wir hatten ja, es waren ja Personaluntergrenzen festgelegt, die jetzt ausgesetzt worden sind aufgrund der aktuellen Lage, die müssen natürlich auch wieder eingeführt werden.
Es gibt die Überlegung, dass man Personalentwicklung dann betreiben muss, auch in die Richtung, dass man feste Personalschlüssel ansetzt. Das ist ein hehres Mittel. Ich sehe aber die Gefahr, dass wenn wir die Schlüssel am Anfang zu scharf ansetzen, dann möglicherweise Einrichtungen, Stationen schließen müssen, weil sie den Schlüssel nicht mehr erfüllen können. Und da muss man da sehr vorsichtig agieren. Schlussendlich kommt es nicht nur darauf an, Menschen davon zu überzeugen, in diesem Beruf zu bleiben, diesen Beruf zu erlernen, sondern vor allem auch in diesem Beruf zu bleiben. Und die Forderung, die ja im Raum steht, die wir politisch diskutieren müssen, im Zusammenhang auch mit dem vorgesehenen Pflegereform im Bund, ist eine Mindestbezahlung, die jetzt ja von 4.000 Euro im Raum steht. Das wäre ja deutlich mehr, als das aktuell gezahlt wird. Ich glaube, Krankenhaus sind wir bei 3.600, stationäre Pflegeeinrichtung bei 3.300 und ambulante, glaube ich, bei 3.200 Euro im Durchschnitt. Das dann hochzupacken, würde aber Umkehrschluss wieder bedeuten, dass wir uns über die Finanzierung unterhalten müssen, über die Beiträge, Krankenkasse und Pflegeversicherung. Und wenn man es als gesamtstaatliche Aufgabe sieht, ist die Frage, ob auch der Bundeshaushalt da einen höheren Zuschuss für die entsprechenden Systeme bereitstellt. Auch, wie gesagt, die Frage hätte ich jetzt gern mit Ja oder Nein beantwortet, aber die Komplexität des Themas verbietet mir das leider. Also wir haben das entsprechende Landesgesetz ja so aufgestellt, dass es eine maximale Anzahl von Monaten gibt. Das sind 18 Monate, bis der entsprechende Antrag geprüft worden ist. Und vulnerable Gruppen, Familien, ähnliches mehr, die werden ja schon vorher im Regelfall auf die Kommunen verteilt. Und nicht erst nach den 18 Monaten. Was auch ein klares Ziel ist, zu sagen, dass man die aus der Situation zurzeit noch in Halberstadt, in der Perspektive Halberstadt und Stendal als sogenannte Ankerzentren oder sogenannte besser gesagt, dann unterbringen möchte. Und deswegen glaube ich, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, erstmal eine zentrale Unterbringung zu haben, solange das Prüfverfahren läuft. Das bedingt aber gleichzeitig, dass das Prüfverfahren schnellstmöglich passiert und sich nicht ewig hinstrecken kann. Und da sind wir, was die Bearbeitungszeiten angeht, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, sodass die 18 Monate eher die Ausnahme sind und nicht der Regelfall. Und wenn entsprechende Genehmigungen vorliegen, auch die Kommunen es verteilt werden. Auch da übrigens als Magdeburger muss ich natürlich ein bisschen bewerben, das Magdeburger Modell, dass man hier auch erstmal in zentrale Unterbringung geht, dann in die Unterbringung in von der Stadt angemietete Wohnung und dann in eigenangemietete Wohnungen, um da die Integration zu erleichtern. Aber wir hatten das Thema vollen Wohnungsmarkt. Auch da darauf achten, dass es halt nicht irgendwie eine Clusterbildung gibt, sondern dass man sich guckt, dass man sich tatsächlich auch im Stadtteil, in dem Stadtgebiet entsprechend verteilt. Das gilt dann natürlich auch im ländlichen Raum logischerweise. Der Schlüssel ist natürlich immer die Sprache. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse ist es sehr schwer, entsprechendes Arbeitsverhältnis zu bekommen, weil das Ziel natürlich sein muss, dass diese Menschen, wenn sie schon eine Ausbildung hatten, auch wieder in dieser Ausbildung arbeiten können. Also brauchen wir auch Anpassungskurse, um zum Beispiel, wenn jemand schon mal Elektriker war in seinem Herkunftsland, dann durch die Nachhol der entsprechenden Prüfungen auch wieder hier als Elektriker arbeiten zu können. Wenn Sie jetzt darauf abheben, dass das Land sich bereit erklären soll, zusätzliche aufzunehmen, das halte ich für extrem schwierig. Das ist erstmal bundesrechtlich zu regeln. Und ich habe das Gefühl, dass es in der Stimmungslage auch im Landtag dafür keine Mehrheit gibt, da nochmal eine Veränderung vorzunehmen. Das muss man tatsächlich auch über Bundesrecht aus meiner Sicht klären. Und hier einzeln vorzugehen, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist der Innenpolitiker, der sagt, bevor nicht alles geklärt ist, an der Stelle mit Aufenthaltsstatus, kann es das nicht geben, um Anreize zu vermeiden, was die Fluchtgedanken angeht. Und das Herz als Sozialpolitiker sagt, da, wo in Familie auch Verantwortung übernommen wird füreinander, muss es auch möglich sein, dass man die Familie wieder zusammenführt. Und das ist eine Debatte, die ist bei uns noch nicht abschließend und endgültig ausdiskutiert und ausgeführt. Deswegen kann ich dazu nur meine persönliche Auffassung äußern. Und die sagt,
Ganz klar, wenn es möglich ist und zum Beispiel auch das Erwerbseinkommen ausreicht, mit den normalen staatlichen Leistungen wie Kindergeld und ähnliches mehr, um das Leben auch zu finanzieren, ist Familienzusammenführung mehr als bedeutsam, um auch für tatsächlich Integration leisten zu können, weil Integration häufig auch über die Kinder geleistet wird, weil natürlich die in der Schule das entsprechende Wissen vermittelt bekommen, auch die Deutschkenntnisse vermittelt bekommen, die dann häufig dazu führen, dass Kinder dann auch plötzlich in der Rolle des Übersetzers sich wiederfinden, was wir auch immer wieder im Alltag erleben. Ja, wir brauchen die Fachkräfte aus dem Ausland. Wir müssen teilweise gezielt ansprechen. Wir müssen aber auch diejenigen Fachkräfte, die wir im Land ausbilden, versuchen, im Land zu halten. Wir haben viele ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, von denen leider nur ein relativ geringer Anteil in Sachsen-Anhalt nach dem Abschluss der Ausbildung auch bleibt. Also für die müssen wir attraktiv werden. Und was die Fachkräftegewinnung im Ausland selber angeht, muss man auch genau abwägen, wo man das macht. Also ich habe zum Beispiel ein wahnsinnig schlechtes Gefühl, wenn ich in Polen versuchen würde, Fachkräfte der Altenpflege abzuwerben. Auch Polen hat einen demografischen Wandel und braucht die Fachkräfte eigentlich selber. Wenn ich mir jetzt aber angucke, zum Beispiel Vietnam, alter Verbundenheit aus DDR-Zeiten mit einer extrem jungen Durchschnittsbevölkerung, wenn wir da über Sprachkurse junge Menschen gewinnen, denn sich hier nach Sachsen-Anhalt zu kommen und hier zu arbeiten, kann ich das sozusagen mit ruhigem Gewissen machen, weil ich da den Herkunftsländern nicht die selbst dringend benötigten Fachkräfte entziehe. Also ich habe mich nicht nur in meiner Landtagsarbeit immer gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, von Rassismus und Antisemitismus eingesetzt. Und gerade als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Magdeburg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Mitglied des Fördervereins Neue Synagoge Magdeburg ist mir der Kampf gegen Antisemitismus natürlich auch eine echte Herzensangelegenheit. Und wir haben verschiedene Förderprogramme. Wir haben die Partnerschaften für Demokratie, die auch finanziell relativ gut ausgestattet sind. Und schlussendlich sind auch die Träger und die Partnerschaften gefordert, bei der Auswahl ihrer Projektpartner zu schauen, dass wir sie erst gar nicht in den Verdacht geraten, dass da irgendwas mit unlauteren Mitteln bedient wird oder ähnliches mehr. Aber es gibt ja manche, die so einen Generalverdacht haben, jeder, der Demokratiefördern betreibt, macht das ja nur zur eigenen Gunst und bedingt die eigene Klientel. Und deswegen müssen wir auch als Fraktion und als Partei insbesondere immer wieder klarstellen, dass es darum geht, überparteilich diese Projekte zu gestalten. Und müssen da selber mit Parteivertretern auch in den Projekten selber mit dabei sein, um bei der Vergabe von Mitteln auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, ist das jetzt in dem Sinne des Allgemeinen, wird hier auch eine Klientelpolitik betrieben oder nicht? Ich unterstelle da grundsätzlich niemandem was, aber ich sage gerade auch für mich, für meine Person und für meine Partei im Allgemeinen, wir müssen uns da aktiv einmischen, unsere Perspektive auf die Dinge mit einbringen, weil der Kampf um Demokratie, der Kampf um eine Diskussionskultur im öffentlichen Raum, die fair miteinander umgeht, die hart in der Sache streiten kann, aber wo es nicht menschenbeleidigend wird, wo es nicht persönlich verletzend wird. Das ist ein Kampf, den müssen wir sehr intensiv führen und das darf man auch selbstkritisch feststellen. Manche Landtagsdebatte, die wir geführt haben, bestimmten Redebeiträgen, ist diesen Kriterien nicht gerecht geworden. Ich wünsche mir ein Miteinander. Wir können in der Sache sehr gut streiten, das ist auch wichtig. Aber schlussendlich geht es darum, dass wir gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Und wenn es Probleme gibt und wenn es Anregungen gibt, einfach mein Wunsch, sich direkt an die Abgeordneten zu wenden, an die Fraktion zu wenden, dieser Informationsaustausch auf Augenhöhe, das ist mir wichtig. Und wenn wir eine Einrichtung besuchen, nicht nur immer die schönen Seiten zeigen. Das ist zwar ganz toll, da freue ich mich auch immer total drüber, sondern auch tatsächlich mal dahin gehen, wo die Probleme sind und Probleme auch ehrlich ansprechen, weil dafür sind solche Vor-Ort-Besuche auch da. Wie gesagt, ich freue mich über die schönen Anblicke, ich freue mich auch über den Kaffee, ich freue mich auch über ein Stück Kuchen, aber bitte dann auch tatsächlich die Probleme vor Ort benennen, nur so können wir sie auch lösen.